und ist daher auf ihre hervorragende Nachtsicht und den extrem guten Geruchssinn angewiesen. Bei Tagesanbruch ziehen sich die Langschwanzkatzen zurück. Dann übernimmt ihr großer Verwandter das Revier. Der Jaguar, die drittgrößte Raubkatze der Welt. Sein Lebensraum ist der tropische Regenwald von Süd- und Mittelamerika. Mit lautlosen Schritten schleicht er durchs Unterholz. Durch die Maserung seines Fells ist er perfekt getarnt und seine Kontur verschwindet in den Schatten des Waldes. Geduldig wartet er auf seine Beute und schlägt dann zu. Sein kräftiger Kiefer und der muskulöse Körper sorgen dafür, dass seine Beute nicht lange leidet. Anders als die meisten Raubkatzen fühlt sich dieser Tropenräuber im Wasser wie zu Hause. Vor seinem kräftigen Gebiss ist so gut wie nichts sicher. Die Tiere sind Einzelgänger und finden nur zur Paarung zueinander. Das herumstraunende Männchen entdeckt die chemischen Signale eines Weibchens. Die Rezeptoren in seinem Mund verraten ihm, dass sie bald zur Paarung bereit ist. Man nimmt an, dass die weiblichen Jaguare bei der Partnersuche tonangebend sind. Ihr aggressiver Widerstand könnte eine Strategie bei der Suche nach dem stärksten Männchen sein. Der eigentliche Paarungsakt dauert gerade 9 Sekunden, kann aber bis zu 100 Mal am Tag wiederholt werden. Ihre Beziehung währt jedoch nicht lange. Schon bald gehen sie wieder getrennte Wege. Drei Monate später bringt das Weibchen den Nachwuchs zur Welt. Selbst im Regenwald machen die Fluten Pause. Woche für Woche lässt der Regen über Mittelamerika nach. Die Wasserstände sinken. Doch noch immer lauern Räuber in den Tümpeln. Ausgewachsene Kapybaras, die normalerweise mutig durchs Wasser schreiten, sind nun besonders wachsam. Rote Piranhas können die sogenannten Wasserschweine in weniger als 5 Minuten bis auf die Knochen abnagen. Im seichten Wasser sind die Jungtiere besonders gefährdet. Doch die über 60 Kilo schweren Nager haben noch einen anderen Feind zu fürchten. Ein 4 Meter langes, hungriges Anaconda-Weibchen liegt eingerollt am Ufer. Die schwerste Schlange der Welt macht Jagd auf den weltweit größten Nager. Die spielende Capybara-Familie ahnt nichts von der Anwesenheit der Schlange. Die Anaconda züngelt, um ihre Beute zu ordnen.
dieser Jahreszeit ist eine erfolgreiche Jagd für sie besonders wichtig. Es ist Paarungszeit. Und nur wohlgenährte Schlangen bringen gesunden Nachwuchs zur Welt. Während der 7-monatigen Schwangerschaft nimmt sie keine Nahrung zu sich. Also muss sie sich jetzt stärken. Der Angriff der Anaconda schlägt die Bewohner der Llanos in die Flucht. Doch für ein Capybara gibt es kein Entrinnen. Anacondas töten durch Muskelkraft, nicht durch Gift. Sie hält das Capybara fest umschlungen, bis es nicht mehr atmen kann und das Blut nicht mehr zirkuliert. Die Schlange renkt den Kiefer aus, um ihr Maul weit genug zu dehnen. Es dauert 6 Stunden, bis sie ihre Beute mit dem Kopf zuerst verschlungen hat. Der Kampf ist auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen. Bissspuren zeugen vom Überlebenskampf des Capybaras. Die Länge der Anaconda ist für eine Schlange nicht außergewöhnlich. Ihre Körpermasse hingegen schon. Vor dem Verzehr des Capybaras war sie 30 cm dick. Als der Tag zu Ende geht, ist auch das letzte Stück des großen Nagers in der Schlange verschwunden. Sie hat nun furchterregende Proportionen angenommen und ist 3-mal so dick wie zuvor. Während der nächsten 3 Tage verdaut sie das Capybara und bleibt dabei weitestgehend ungestört. Mit einer ausgewachsenen Anaconda nehmen es nicht einmal Piranhas auf. In den Llanos und im Regenwald wechseln die Jahreszeiten. Überall gehen Jungtiere und Küken auf Entdeckungsreise und geraten in Schwierigkeiten. Das Jaguarweibchen hat ihr Junges zur Welt gebracht. Es ist erst wenige Wochen alt, doch kann es kaum erwarten, die Welt vor dem Bau zu erkunden. Seine Mutter bringt ihm das Schwimmen bei. Schon bald geht es allein auf Streifzug. Seine Unerfahrenheit stellt eine große Gefahr dar. Auf sich allein gestellt, trifft es auf eines der wenigen Tiere, die selbst ein Jaguar meiden sollte. Eine Anaconda, die im überfluteten Wald auf Beutezug ist. Der Kleine zieht sich erschrocken zurück. Eine gute Entscheidung, denn dieser Schlange wäre er nicht gewachsen. Hoch über dem Waldboden sehnt sich ein junger Harpyieadler nach Unabhängigkeit. Mehrere Wochen lang trainiert er täglich für den ersten Flug. Während des Ästlingsstadiums gewinnt der junge Adler an Selbstvertrauen und Kraft. Er verlässt das Nest und wandert durch die Gipfel. Hin und wieder schlägt er energisch mit den Flügeln und versucht abzuheben. Bis er endlich bereit ist. Während der folgenden Monate werden die Ausflüge des jungen Vogels immer ausgedehnter und abenteuerlicher.
In den Ebenen gedeihen die Vogelkolonien. Auch die jungen Reiher sind bereit für ihren ersten Flug. Beinahe jedenfalls. Einer ist zu ungeduldig und stürzt. Sobald die Piranhas zugebissen haben, gibt es für die Beute kein Entrinnen mehr. Ihr Angriff wühlt das Wasser auf. In ihrer Raserei springen manche Fische komplett aus dem Wasser. Nur Minuten später ist alles vorbei und die Beute vollständig verschwunden. In den Nestern darüber haben die Vögel von all dem keine Notiz genommen. Genau wie die Piranhas kümmern sich die kleinen Reiher um ihren Hunger. Doch der führt sie manchmal geradewegs ins Verderben. Dieser kleine Kaiman ist erst ein paar Wochen alt und schon ohne seine Mutter unterwegs. Zwischen den Pflanzen nahe des Ufers ist er in Sicherheit.